Enough of the code switching. Been hitting my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know me. Keep your head up, I want you to grow with me. Hi Freunde, willkommen zu meinem nächsten Vlog. Weil ich meinen vorletzten Vlog gesehen habe, bin ich ja zurück in der Schweiz. Also heißt das, wieder trainieren. Ich bin hier mit meinem Boy Kader. Kader, du hast bei Schaffhausen gespielt? Ja, bei Schaffhausen zuletzt. Genau, und jetzt willst du einfach fit werden, fit halten. Ich halte, dadurch ich keinen Verein habe, probiere viel zu halten und wieder anzubleiben. Genau das. Also, nicht vergessen zu liken, kommentieren und den Kanal zu abonnieren. Und wir machen weiter mit dem Training. Und ich nehme euch mit. Let's go. So, Schnapper, kleine Übung mit der Leiter. Schnell drehen nach zwei Schüsse auf Mann oder körpernah. Nowadays nothing really entices me. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on, blinking, she ice. Freeze, photo, please. Was sagst du den Handschuhen? Bro. Andere Liga, krass. Ist gut, ne? Guter Grip? Ja, guter Grip. Fitting? Liegt gut in den Händen. Wirklich unglaublich, muss ich sagen. Bin positiv überrascht. Also Freunde, ihr hört von einem Professional Goalkeeper, der sagt, die Handschuhe sind gut, also guys get the grip. Oh. Ist gut, ja. Fehler passieren, wir sind im Training. Wir müssen lernen, Bro. Jeder muss lernen. Ich finde, man darf Fehler machen. Man darf im Training Fehler machen, das ist normal. Weil auch die Top-Torhüter, wie zum Beispiel Courtois, Ederson und weiter, die machen auch Fehler. Und die verdienen Millionen, aber machen auch Fehler. Also sind die jungen Torhüter, dürfen auch Fehler machen. Das ist ganz normal, das gehört zum Prozess. Die müssen sogar Fehler machen. Die müssen sogar, weil aus Fehler lernt man. Machst du keinen Fehler, lernst du nicht aus der Situation. Bro, stark. So Leute, wir sind fertig mit Training. Am Ende haben wir noch ein paar Side-Volleys gemacht. Eine Runde 20 Liegestütze, 20 Sit-Ups. Jetzt geht's in die Dusche, bin ich nach Hause. Mach alles. Essen. So, jetzt werden Pancakes gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall, ich verbrenne hier nichts. Hey, wenn das nicht gut aussieht, ne, weiß ich auch nicht mehr. Let's go. So, jetzt werden aus dem Garten eigene Erdbeeren gepflückt, wie ihr das seht. Jetzt habe ich auch ein paar Heidelbeeren gesammelt. Und das alles kommt gleich auf die Pancakes drauf. Also so sieht mein Mittagessen ungefähr aus. Dann nehme ich ein bisschen Halbbraun, tue das hier drauf. Dann noch ein paar Erdbeeren. Dann würde ich sagen, bon Appetit. Miki, es ist Zeit für ein Bad. Meine Mutter hat Miki genommen und heute wird er gebadet. Oh. Miki, hab keine Angst. Miki. 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 Miki, Kartoffel. Miki ist sauber jetzt. Jetzt wird Miki getrocknet. Und dann sieht er schon richtig gut aus. Endlich mal sauber. Guten Morgen, es ist wieder der nächste Tag. Ich dachte, heute zeige ich euch so einen Tag von meinem Leben, was ich so mache. Fragt euch auch bestimmt, wieso ich dieses Teil anhabe. Das ist so ein Saunaanzug. Das hilft dir, Gewicht zu verlieren, also viel Flüssigkeit. Und ich mache das, weil ich natürlich gerne 3 bis 4 Kilo abnehmen möchte. Und ich hatte schon gerade eine halbe Stunde Lauf. Jetzt geht es an eigenes Körpergewicht. Und ich zeige euch mal, was ich so mache. Also man sieht hier so eine kleine Ecke. Was ich sehr oft mache, ist an diesem Teil Klimmzüge, auch was für den Rücken und auch ein paar Push-Ups hier. Wir haben noch da hinten was für den Bauch. Das muss ich auf jeden Fall öfters machen. Ich weiß nicht, wie man diese Übung macht, aber das ist halt richtig gut für die Brust. So, als nächstes mache ich was für die Schulter und Rücken.
So, das alles versuche ich dreimal zu machen und dann geht's schon wieder nach Hause. Heute bin ich mit meiner Vespa unterwegs. Hey, den Helm mit einer Hand anzuziehen ist schwierig. Also so sieht meine Vespa aus. Ist eine 125er. Macht auf jeden Fall Bock. Und das ganz Wichtigste ist, warum ich es mir geholt habe, ich kann überall parken und ich muss nie stundenlang nach Parkplatz suchen und ich muss auch für den Parkplatz nicht zahlen. Also der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also jetzt fahren wir nach Hause. Let's go. Bin zu Hause, jetzt geht's schnell duschen. Um 10 Uhr habe ich schon mein erstes Meeting mit dem neuen Logistikcenter, weil ich glaube, dass wir jetzt wechseln werden. Also, wir sehen uns gleich. So, Freunde, hab eigentlich wieder vergessen zu vloggen. Aber wie gesagt, es gab halt wirklich sehr viele Meetings, ein paar Entscheidungen getroffen, mein ganzes Zimmer aufgeräumt und jetzt geht's zum See, bisschen erholen, wieder zurück und dann wieder zurück an die Arbeit. So, hier ist das Züricher See. Es ist wieder brechend voll. Kein Wunder, bei 36 Grad heute. Deswegen, nach der Arbeit kommt die Belohnung. Ich spring gleich hier ins Wasser. So, Freunde, jetzt geht der Abend auch schon langsam zu Ende. Ich bin nochmal hier am Platz, dehne mich noch ein bisschen, habe ein paar Läufe gemacht, mache noch etwas Stretching. Und ja, ich habe jetzt wirklich nicht allzu viel von meinem Tag verraten. Es wird definitiv noch ein Vlog kommen, wo ich halt mehr zeige, was ich halt jeden Tag wirklich mache. Es sind halt wirklich nicht nur Videos. Die meiste Zeit sitze ich schon vorm Computer und arbeite an meinem Business, arbeite an meiner Torwart-Handschuhmarke und versuche die halt nach vorne zu bringen. Und ja, es ist schon nicht allzu spannend, das alles aufzunehmen. Trotzdem nicht vergessen, abonnieren, liken, damit ihr auch die neuen Videos nicht verpasst. Guys, let's go. Wenn ihr gedacht habt, der Vlog ist schon zu Ende, nein, 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 nein. Wir brauchen noch ein paar coole Shots, damit wir auch cool aussehen. Also schaut zu und get the grip. Let's get this.